Let's go.
nicht ein richtiges Rockkonzert ist, geht es nicht ohne. Und wenn wir hier in Wolfsburg wären, würde ich euch zurufen, ihr seid super, aber das hier ist Hannover. Zweite Übung. Thank you.
Thank you.
alle Romantiker hier auf den Platz. Linas Lied! Ich glaube, das war so um 2011, 2012 rum. Da war mein Sohn war da 6 Jahre alt und ich habe den jeden Tag zur Schule gefahren. Und heutzutage muss ich froh sein, wenn er überhaupt einmal in der Woche zur Schule geht. Das ist der Moment! Radio an, die immer noch schrott, wir haben keinen Kopf.
sitzt es so rein, am Kesselbelein. Seht ihr mir hinterm Vorhang, wie ihr seht, bin ich mit dem Paar, während wir Hannover sehen. Denn das ist so was an, das ist so was an, und ich bin nicht mehr an. Money don't come. What's up?
Denn es geht lieber über Rot. Diese Zeit wird lieber groß. Sind wir mal dann hochkommt, wenn wir zusammen sind. Ja, es geht lieber über Rot. Als wir 1982 gegründet haben und in dieser Phase, in diesen Jahren, wo wir ständig auf der Kornstraße waren, wer hätte sich nie einer vorstellen können, dass es uns 36 Jahre später immer noch gibt. Und irgendwann haben wir das mal versucht in Worte zu fassen. Vor allen Dingen die ganze Diskussion, die man dann immer mitmachen muss, ob man noch Punkrocker ist oder nicht, ob man zu nett oder zu beschissen ist. Dieses Lied hier heißt Helden und Diebe! Irgendwann in der frühen Steinzeit haben wir Gesetze laut geschrien. Wir waren die Jungs von der Oblivie. Unser Weg war noch das Ziel. Verschwendet eure Zeit und kommt mit uns auf diesen Schlachtruf, waren wir stolz. Und keiner von uns hätte je geglaubt, dass uns wirklich mal jemand folgt. Die selbst der Nanzen war einst Binder, die uns heute auf dem Fersen sind. Suchen den Spion in uns, die Ratte, die das Schiff verlässt. Zu viel Echo-Shows, zu viel Interviews, viel zu oft verdächtig schnell. Und sie fragen sich schon besser. Etwas über diesen 18.05.2013 erzählt. Aber es ist Quatsch. Der erste Gedanke, der mir in Hannover immer durch den Kopf schießt, das ist eine Geschichte. Ende der 80er Jahre, da waren wir auf Tour. Vierter Tag. Und ich hatte seit dem ersten nicht mehr gepennt. Und
Stimmbandangriff, Kreislaufkollaps, das ganze Programm. Der Arzt hat mir in Nase und Mund geguckt, wusste genau, was los ist. Darum geht's aber jetzt nicht, sondern das Entscheidende war, dass in der Nacht mein Vater von Düsseldorf nach Hannover gekommen ist. Das war der Einzige, der da im Krankenbett saß, der nicht helfen konnte, aber er saß nun mal da, der alte Herr. Und deshalb schicke ich das jetzt heute Abend hier in Hannover raus an ihn. Es heißt draußen vor der Tür. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, warst du bereit und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ehrlich ich dir bin. Zum Glück war es damals echt zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich geweht. Das ist alles so lange her, so unendlich weit weg. Doch es fehlt mir nicht schwer, mich zu erinnern, was beim letzten Mal war, als wir uns so sahen, da draußen vor der Tür. Das ist stimmt, dass es viele Freunde und nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt dachte ich dich früher lieb am besten. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. I'm gonna go get some more.
uns gehört. Auf diesem traditionsreichen Marktplatz. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Im Mittelalter, im 13., 14. Jahrhundert, wurden an dieser Stelle jeden Freitag um diese Uhrzeit die schlimmsten Hexenverbrennungen vorgenommen, die man sich überhaupt denken kann. Und es ist wirklich gut, dass wir in diesem Punkt
heutzutage ein bisschen weiter sind. Dass es auch um Liebe geht und deshalb alles aus Liebe! Lass die Warum ich nur noch an dich denke? Ich fühle mich wie verletzt und in Gefangenschaft. Und du allein sitzt unter. Worte sind dafür zu schwach. Ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, als ob mich schimmert. Thank you.
Unter Palmen im besten Sinn kann uns das schon sehen. Zu einer Top-Sensation. Es ist direkt eine Geschichte, die ja gleich wahnsinnig ist wie die Sieben Weltwunder letztendlich. Echte Musiker bei den Toten Hosen auf der Bühne. Ladies and Gentlemen, das hätte nie jemand gedacht, aber es ist so. Wir haben ein paar Freunde bei, hauptsächlich weil es dann im Bus lustiger ist, aber auch weil die richtig gute Musik machen können und uns heute Abend hier und da unterstützen. Zum Beispiel bei diesem Lied hier. Es geht um diesen Vollidioten namens Sascha. Sascha, der ist arbeitslos, das macht er ohne Arbeit los. Schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Jugendamt. Zigeuner Schnitzel, das schmeckt gut, schön wie an der anderen Blut. Wie ist so wie ein Chihachichi, wo andere macht er noch nicht. Sascha, der ist arbeitslos, weil Gott kein Rassist zu werden. Erfahren, dass man nicht alleine ist mit seiner Meinung. Wir sind viele Leute. Vielen Dank dafür.
So gut. Die anderen kenne ich schlecht, diese kenne ich nicht ganz so gut. Es kommt die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hängt. Es kommt die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hängt. Oh, in der das Wünschen wieder hängt. Oh, in der Zeit,
kleines bisschen Arsch. Thank you.
Ja, wir stehen ja quasi jetzt. Ja. Also, ja. 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 Ja.
bei uns. Anfangs des Konzerts, da waren wir einfach so nervös und so voller Vorfreude, dass wir total vergessen haben, uns vernünftig vorzustellen. Wir sind aus Düsseldorf! Wir sind die Jungs von der Open-Gate! Nachdenken, wie ich das jetzt hier rüberbringe. Heute Morgen wieder. Ich versuche irgendwie ins Badezimmer zu gehen, ohne in den Spiegel zu schauen, weil ich immer vor mich hin träume. Wir haben gerade erst losgelegt mit der Band und so. Und erst dann, in dem Moment, wo ich in den Spiegel gucke, denke ich, ey, scheiße, das sah 1982 aber wirklich anders aus. Und dann fragt man sich, wie viele Jahre kann das so weitergehen? Thank you.
Vielen Dank. Also, unsere Freunde, die wir kennengelernt haben, bei einem Projekt, wo wir mit der Düsseldorfer Musikhochschule zusammengearbeitet haben. Das Schönste mit denen ist, wenn wir Backstage uns aufwärmen, wenn wir Lieder spielen und wenn wir zusammen irgendwelche Versionen machen, von unseren eigenen Sachen auch, die wir selber so nicht erfahren haben, die ihr so nicht kennt. Und dann ist es für uns immer wieder ein großer Spaß, durch euch hin und wieder mal vorzuspielen. Vielleicht erkennt ihr dieses hier wieder. Das heißt, weil du nur einmal lebst, immer noch, aber es ist jetzt so ein bisschen mit Balkan-Touch sozusagen, mit Cevapcici und allem drum und dran. Und viel, viel, auf ich jedenfalls. Chili, here we go. Thank you.
Aber du warst ja auch oder an. Du warst ja auch oder an. Verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die, die gerne gucken, wenn so an Weihnachten der Kranz da so die Nadel da reinhalten in die Kerze. Es gibt die, die nicht kokeln. Ich gehöre zu denen, die immer schon gekokelt haben. Und deshalb ist das für mich hier eine der großen Lieblingsstellen, weil ich habe mein Feuerzeug mitgebracht. Und solange es noch solche Exoten gibt bei euch vielleicht oder der eine oder andere, dann machen wir dieses Ding jetzt an. Wir machen dieses Ding jetzt an. Flo, hast du vielleicht noch ein Ersatzfeuerzeug? Ja. Oder wenigstens genau so eine Taschenlampe, mit der man telefonieren kann. Also wir machen jetzt. So, das ist genau der richtige Moment. Ladies and Gentlemen, ich möchte nirgendwo anders sein als jetzt hier in Hannover, schon gar nicht in Kiew. Alles passiert. Letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, du träumst, das Feuerwerk am Horizont, halt unser Schatten auf Beton, kein Happy End. Alles passiert, wie es passieren muss. Der letzte Satz folgt euch den Mund. Wir fangen beide keine neue Spur. Und zwischen uns ein weiter Fluss. Alles passiert. Der Kopf im Boden.
Wie das ist. Alex, nimm die Geige bitte nochmal in die Hand. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich neu kennenlernt, Freundschaften und so. Man versucht Punkte zu finden, wo man sich gegenseitig einig ist. Also wir als Band, wir haben es mal versucht, wir haben denen zugerufen, Gin. Dann rufen die wiederum Wodka und so weiter. Dann wir Altbier und die, dann fangen dann an mit Pilz und ist ja auch egal, das ist ja hoffnungslos. Aber dann haben wir uns gefragt, Alex, Dimitri, ja, aber was mit dir an Klassik? Und dann habe ich ihm gesagt, das hörst du doch schon seit der Opel Gang, diesen Einfluss. Natürlich auch Horrorshow, Beethoven und so weiter, aber hauptsächlich natürlich Mozart, das spürt man doch. Können wir mal bitte jedem von euch hier, weil ihr ja auch alle Mozart-Fans seid, kurze Erinnerung, wer war das eigentlich? Bei welchem Verein hat er gespielt? Hier hat er gespielt. Was findet ihr denn gut, was mögt ihr denn an unserer Musik? So diese Art wenigstens, die Richtung. Da gab erst mal betroffen nach unten geguckt und dann haben sie sich nicht getraut, laut auszusprechen, wen sie gut finden, sondern sie haben es alle auf den Zettel geschrieben. Und wir haben gesagt, ja okay, können wir was mit anfangen? Und dann kam er und hat das Mikrofon in die Hand genommen. Und dabei hat er uns erzählt, dass er der uneheliche Sohn von Bon Scott ist. Als der auf der Krim bei einer Magical Mystery Tour von AC/DC gewesen ist. Hier ist Alex Piastro, hier ist TNT! Und irgendwas zum Mond geschossen wird von irgendwelchen Wissenschaftlern, dann ist das natürlich TNT. Da
Dann ist das Hate Group von den Beatles, das spielen wir aber nicht mehr wegen Samstag. Und dann ist das auch noch dieses Lied hier. 10 kleine Jägermeister! Ja. Oh, my God.
Oh,
springt, als gäbe es kein Morgen. Und findet ihr es nur fair, dass wir von euch dasselbe wollen? Wir nehmen euch beim Wort. Der Abgehen ist los. Energie und ihr helft uns jetzt. Achtung! Ba, 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 ba. Zu viert. Und dann sagt der eine, ey, sie haben gar nicht dieses schöne Beerdigungslied gespielt. Und der andere sagt, und dieses wahnsinnig schöne Hochzeitslied auch nicht. Und der dritte sagt, und das, was die Politiker immer singen, das haben sie auch nicht gebracht. Um euch diese Sorge zu nehmen, spielen wir es jetzt. Denn geschrieben wurde diese Scheiße nur für Abende wie diese, die wir mit euch tun zelebrieren. Tragen wir diese! Die Straßen ziehen.
Jetzt hier bitte filmen, die ich jetzt sagen werde. Vielleicht stellt sie sich da unten in der Katze, die Leute mitnehmen, mich mitnehmen. Ich mach sowas nicht oft, aber es muss heute Abend einfach mal sein. Laufen wir? Also folgendes: Wer gewinnt, der kann immer singen. Es geht darum, dass man weiter singt, wenn man verliert. Und ich habe nach diesem letzten Wochenende in Kiew mich ungefähr 3 Tage lang betrunken. Ich bin noch in der Ausnüchterungsphase. Ihr habt mir die Sache sehr einfach gemacht. Wir seid aus Hannover, wir sind Düsseldorfer, wir wissen, was verlieren heißt, wir wissen, was absteigen heißt. Wir kennen die ganze Scheiße, wir kennen die wenigen guten Momente. Am Samstag war für mich und meine Mannschaft und meine Freunde ein beschissener Tag in Kiew. Wir sind dann nach Liverpool, wir haben uns besoffen, aber ich würde gerne eine Nachricht rüber schicken und die werden es sehen. Wir schicken es ihnen rüber, Jürgen und all den anderen. Was auch immer jetzt hier, ihr dabei habt, Wintermantel, Schal, Mütze, T-Shirt, nehmt die Scheiße hoch. Am Ende geht es doch immer nur darum, will man den Schwein gewinnen oder will man Sportler sein. Ihr wisst, was ich meine mit Ramos und dem Foul. Dies hier geht einfach nur an alle die, die daran glauben, dass es wieder besser wird. You'll never walk alone! Wo sind eure Chance, Leute? Noch besser. When you Thank you.
same.